Hallo, schönen guten Abend. Ja, jetzt kommt doch noch mein 19. Adventstürchen zum Thema Selbstliebe. Ja, scheinbar ist es ja immer so ein riesengroßes Problem, Selbstliebe. Und ich glaube, dieses Problem fängt vor allem dort an, dass man nicht so genau weiß, was soll ich mit dieser Selbstliebe anfangen? Was ist Selbstliebe? Wie kann ich mich selber lieben? Solche Fragen stellt man sich dann. Und jetzt möchte ich euch einfach nur mal hallo Evelyn, meine Ansicht von Selbstliebe sagen. Und zwar, wenn ich mich selbst liebe, dann bin ich für mich da. Dann bin ich für mich, hupsala, zitter, dann bin ich für mich da. Und zwar so, wie ich mir immer gewünscht hätte oder wünsche, dass andere für mich da sind. Und zwar bin ich so für mich da, dass ich diesen Raum für mich halte, dass ich ganz, ganz fest darauf vertrauen kann, dass ich mich schütze, dass ich hinter mir stehe, dass ich mich umarme, dass ich mich einfach absolut 100% bedingungslos liebe und gut fühle. Und das bedeutet eben auch, dass ich aufhöre, mich selbst die ganze Zeit zu kritisieren. Dass ich aufhöre, die ganze Zeit Selbstgespräche in einem Jargon auf eine Art und Weise zu führen mit mir, die ich vielleicht gewohnt bin, weil ich so aufgewachsen bin, weil das so ist, wie ich das kenne. Und wenn ich mich selbst liebe, dann stehe ich 100% für mich ein. Da bin ich für mich da, wenn ich müde bin, wenn ich traurig bin, wenn ich verletzt bin, dann bin ich für mich da. Dann gebe ich mir den Rahmen, komplett okay zu sein mit all meinen Gefühlen, mit all meinen Ängsten, mit all meinen Verletzungen. Das ist für mich Selbstliebe. Und ich stehe zu mir und ich unterstütze mich darin und sage mir, es ist gut, wenn du traurig bist. Es ist okay, du darfst es fühlen, du darfst traurig sein. All diese Dinge, das ist für mich ein Ausdruck von Selbstliebe. Dass ich mich nicht weiter hetze wie ein geschundenes Tier, damit ich irgendwelche Anforderungen erfülle. Dass ich nicht mich antreibe, vorwärts treibe, dass ich mich nicht bewerte, dass ich mich nicht beurteile, sondern dass ich einfach bedingungslos für mich da bin. Und dass ich mich mag. Natürlich, dass ich mich schön finde mit all meinen Facetten. Dass ich okay bin mit meinem Körper. Und dass ich wirklich ein ganz, ganz gutes Gefühl für mich entwickle. Und das ist für mich Selbstliebe. Und warum das Ganze so schwer ist für uns, da zu sein und uns für uns einzustehen, ist klar. Weil die wenigsten von uns sind auf diese Art und Weise aufgewachsen. Die Paradigmen in unserer Jugend waren noch ganz andere. Uns wurde doch beigebracht, du musst da und da gut genug sein, du musst die und die Anforderungen erfüllen, du musst anständig sein. Das macht man nicht, das tut man nicht und so ist man nicht. Und die wenigsten von uns haben gehört, ja, man ist so, wie du bist. Sondern, nein, das hast du falsch gemacht, so macht man es nicht. Wer hat schon groß gehört, ja, genau, so macht man es. Auch wenn es keiner so macht wie du. Perfekt gemacht, so wie du macht man's. Nein, man macht es so, wie es alle anderen machen. Man ist so, wie alle anderen sind. Hallo Susanne. Man macht sich passend. Man passt sich ein, man passt sich an. Man ordnet sich unter. Also, was ist die Quintessenz? Man ist nicht richtig, man ist nicht gut genug. Ergo ist man nicht liebenswert. Und wie kann ich selbst etwas lieben, wenn es nicht liebenswert ist? Und über diese Hürden zu springen für sich selber und zu erkennen und anzuerkennen, dass alles okay ist an dir selber, dass alles super liebenswert ist, auch wenn du nicht nach außen hin scheinbar für die Gesellschaft perfekt bist. Aber dieses Perfekte in dir immer wieder zu sehen, auch wenn du müde bist, wenn du Fehler machst, wenn du keine Lust hast, wenn du irgendetwas vielleicht nicht so machst, wie man das halt so macht,
dann zu sagen, man macht es so, wie du es machst, in deinem Leben, in deinem Universum, stellst du deine Regeln auf und du machst es so, wie du es machst und du bist 100% liebenswert. Und egal, wenn andere dich nicht so liebenswert finden oder dir nicht widerspiegeln, dass du so liebenswert bist, da diese sture Konsequenz zu behalten und zu sagen, ich bin gut und richtig, wie ich bin. Und zwar nicht in einem Sinne, in der Sturheit, quasi dagegen drückenden Sturheit, sondern in einer sturen Konsequenz einfach zu sagen, so wie ich die Welt sehe und so wie ich mich sehe, so will ich es haben und so fühlt sich's gut an. Und deswegen bin ich 100% liebenswert und ich liebe mich komplett selbst. Auf alle Arten und Weisen. Und das für dich zu integrieren und in dich reinzubringen und für dich da zu sein und immer zu wissen, es gibt jemanden, der ist immer für mich da. Egal was passiert, es gibt jemanden, der schaut immer nach mir, der erlaubt mir alles, was ich brauche, damit es mir gut geht. Das ist Selbstliebe. Und ja, wie schön ist es doch, zu Weihnachten über Selbstliebe zu sprechen. Schenkt euch alle ein riesengroßes Geschenk, das ihr diese Person macht, die ihr am allermeisten liebt auf dieser Welt, nämlich euch selber. Ja, was mag das wohl sein? Aber beschenkt euch. Wenn ihr sonst auch abgemacht habt, man schenkt sich zu Weihnachten nichts, schenkt euch etwas. Schenkt euch selber ein riesengroßes Geschenk, denn ihr seid es wert. In diesem Sinne, bald ist in die Adventsfensterchen vorbei. Aber ich werde natürlich weitermachen, weil mir macht es riesigen Spaß, ein Licht in die Welt zu bringen und euch zu inspirieren, dasselbe zu tun. Schönen Abend. Ciao.